Die mähen uns nieder. Die mähen uns nieder. So. Vergiss das nicht. Ja, genau. Tomb Raider. Tomb Raider. Es ist für mich ein Päuslein gewesen, ein langes Päuslein von langer Zeit. Aus dem Grund, weil ich ein Spiel zwischen reingeschoben habe, das den Sinn hatte. Ich muss mich nur kurz orientieren, alles klar. Dass ich das unbedingt vorher machen wollte, was frisch rauskam. Und zwar ist das das, was ihr hoffentlich auch angeschaut habt, nämlich A Plague Tale. Das war mir wichtig. Und genau, das wollte ich unbedingt zwischen reinschieben. Deswegen habe ich Tomb Raider zwischendrin kurz unterbrochen. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Genau. Ihr habt es gerade gesehen, ein Update wurde installiert. Oh, Griechenstufe 4, holla. Ist mir jetzt auch schon egal. Die reden hier ein bisschen viel, das nervt mich. Weil ich hab's ja jetzt schon durch. Zu diesem Zeitpunkt, wo ihr euch das hier anschaut. Ist auch egal, wenn ich sage, weil bis dahin ist ja das schon alles auch hochgeladen und online. Also ist das nicht tragisch. Ja, da war doch gerade was. Von dem her, alles kein Problem. Aber. Das habe ich schon, oder? Wenn es ausgegraut ist, heißt das habe ich schon. Rechts von mir ist eine Höhle und hier ist das Dokument, das habe ich auch schon. Aber ihr geht jetzt als erstes rechts. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Zu der gerade eben genannten Höhle. Die muss ja theoretisch irgendwo hier sich verstecken. Vermutlich da unten. Komme ich da irgendwie runter? Das schaut aus, als ob ich da runterkommen darf. Ich laufe einfach runter. Und zwar so. Da ist die Höhle, ich habe sie gefunden. Okay. Das war wieder ein bisschen doof, aber okay. Manchmal funktioniert auch die gravierende Art. Oh, hier muss ich mich ducken. Ich höre Schmiede arbeiten. Das ist wahrscheinlich von oben. Aha, aha. Da war mal ein Lager. Aber ich habe die Steuerung gar nicht mehr drauf. Eieieiei. Ah, Lara. Musst du das alles für mich machen, ja? Zack, Alter. Und das auch noch. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Ja, wer will schon Ratten, gell? Ich habe hier ständig welche, also Mäuse, die mir mein Kater bringt. Immer noch, ja, Tatsache, das ist das dritte Spiel oder so und ich erzähle euch immer noch davon, dass mein Kater mir Mäuse in die Wohnung trägt. Ja, es gibt sonst nicht viel Spannendes aus meinem Leben zu berichten. Das ist tatsächlich das einzig Gute, was bei mir... Einzig Spannende, was bei mir passiert. Ich habe Mäuse in meiner Wohnung. Nein, war nur Spaß. Ui, der ist ein Bär. Aber jetzt bin ich da runtergekupft.
ohne zu realisieren, dass ich ja irgendwie auch wieder nach oben muss, gell? Kacke, das war jetzt vielleicht überhaupt nicht intelligent, ha? Da war ein Hoppelhase. Angeblich ist hier irgendwo auch ein Bär. Oh, bitte, bitte töte mich nicht. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Ah, genau, der Instinktblick. Da war ja was. Vogele? Oh, da. Hallo. Na! Mist, ey. Trinity wird bald hier sein. Bist du ein Feind? Nein. Boah. Dachte ich schon, das wäre ein Bösewicht. Dann hätte ich ihn leider direkt einmal eliminieren müssen. Zack, ausweiden. Bätzk. So. Ich kenne mich hier noch null aus in der Gegend. Und eigentlich, das war voll der Fehler, dass ich da runterkupft bin. Ich Vollpfosten. Ich bin immer so der Typ, der... Das ist auch nochmal Holz. Der sowas Step by Step macht, so eine Gegend erkunden, weißt du? Und eigentlich nicht einfach nur so blindlings irgendwo runterhupft. Ich drehe jetzt um, weil ich werde jetzt nochmal nach oben gehen und erstmal das obere Gebiet schnell erkunden, bevor ich mich hier unten breit mache. Ist wahrscheinlich geschickter. War ich da schon? Nee. Dann schauen wir doch mal, was hier so los ist. Er saved. Oh Gott! Heilige Scheiße, ein Bär! Boah! Bist du irre? Na, da geht aber verordentlich was raus aus dem Ding. Boah! Boah! Klatsch, Alter! Wow, habe ich jetzt einen Bären eingesammelt? Oh, ich hab einen Bären gefangen, Alter. Geil. Ich bin so der Hunter. Ich habe einfach alles vergessen. Wie ging das nochmal, Pfeile herstellen? R2. Ah. Das brauche ich nicht. Da liegt ein totes Tier. Das wird auch ausgeweidet. Da hinten ist auch nochmal was, aber das sind Pilze, die brauche ich auch nicht. Und das war's, oder? Sonst ist hier nichts. Okay, ich dachte, hier wäre vielleicht schon der Eingang zu diesem optionalen Grab. Aber nö. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Aber das wird mir nicht mal angezeigt. Da ist ein Dokument. Ach, ja, ich bin ja unter dem. Mein Gott. Ich weiß schon nicht, wo mein Kopf ist. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Quatsch nicht, Alter, als würde ich irgendwas tun. Wir könnten Hilfe brauchen, falls sie deshalb hier sind. Ich möchte helfen. Ja, was los? Kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Kampf erprobt Outfit. Ich versuch's. Eine komische Stirn. Danke. Mit... Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Irgendwas ganz Ekligem. Schau ihn dir an. Was soll das sein? Haaransatz oder Dreck? Dirt, Dirt, Dirty Dirt. So, warum war das hier geleuchtet? Aha! Okay.
Also, was sagt mir der Mission-Radar? Gar nix. Nee. Ach, es gibt hier sogar eine Begrenzung, wie ich... Aha. Wie viel ich von dem Ganzen... Ich würde eigentlich gern einfach nur... Ah, genau. Kehren Sie zum verbliebenen Bauarbeiter zurück. Bin ich schon fertig, oder was? Ja, dann bitteschön. Reicht das? Gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Lege die Ressourcen in den Korb. So, bringen Sie die Ressourcen zum zweiten Turm. Wo ist der zweite Turm? Der ist hier. Alles klar, da gehe ich jetzt aber noch nicht hin. Denn, halt, als erstes hole ich mir das da. Das ist da hinten. Da ist ein Ast, schauen wir mal hier rein. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Was ist das? Wer hat das schon, gell? Frag mal die DDR. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Hey, was die immer für Probleme haben. Kiste, Dokument, da ist es nur ein Ast. Der ist mir relativ egal. Hier irgendwas? Oh, da liegt doch was. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Das fürchtet sie. Ich nicht. Mir geht's gut. Bin die Lara. Guten Tag. Erhalten steht da. Mit meinem Dieter kann ich das machen. Yeah, schwere Pistole, 1 von 4. So viel Neues und nichts davon kann ich gebrauchen. Ach, das war das Dokument? Nee, war's nicht. Ja, Moment. Hä? Was zum... Treffen Sie alle Ziele mit einem Pfeil voll. 1 von 8. Herzlichen Glückwunsch, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich... Da hoch. Aber wie zum Geier kommt denn da hoch? Ach, Quatschkram. So. Jetzt dahin. Boah. Das könnte sie unendlich weit springen. So, pass mal auf. Was ist hier los? Wie komme ich da hoch? Da ist was zum Kraxeln. Da ist ein Chicken. Das kann ich ja mal
kaputt machen. Oh, oder auch nicht. Scheiße. Ah, stirb halt! Mein Gott. Da ist Holz. Aber wie komme ich da hoch? Vielleicht von dem Haus da drüben, ha? Huh? Geben die so Pfeil und eine Feder? Wow. Ist ja quasi mein eigener Pfeil. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Durch den Rost wird es flachstehen. Wir hätten das Metall im Regen trocken halten sollen. Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Nimm, was du findest. Geht's ja von hier. Schauen wir doch mal, ob das irgendwie... Ah, okay. Boah! Was ein crazy Move! Okay, das war, selten dumm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich probier's einfach nochmal. Jumping all over the world. So, darüber. Da hoch. So, komme ich hier hoch? Nein. Also muss ich zwangsweise hier rüber. Da hoch. Dann das. Okay, wo? Okay, das funktioniert auch nicht. War ja nur so eine Idee. Aber hier, okay. Da ist das Richtige. Und hoppa! Geil! Hier müsste eigentlich auch ein Dokument sein. Oder nicht? Doch. Nein. Boah, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ich bin der Beste. Mhm. Die ist so wie Blumst. So, ist jetzt da irgendwo ein Dokument? Denn laut Karte soll hier ja eins sein. Hier. Genau da. Aber wo da? Wo ist da? Warum bist du hier? Wozu bist du gut? Für das da? Nein. Ich sehe nichts. Da ist auch nichts. Seltsam. Hä? Wo soll ich denn das hinschießen dann? Nein! Wo bin ich? Warum bin ich da unten? Mei, war das blöd. Hackgotza. Das war so fein nett gewünscht. Das habe ich nicht bestellt. Ich habe schon einen Bären getötet. Schalalalala. Muss ich das jetzt nochmal machen oder ist das schon overblumst? Ist schon overblumst. Siehst du? Da aufmachen, habe ich gesagt. Hallo? Gut. Aber. Ach, hier. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Glaub mir, wenn es drauf ankommt, wirst du soweit sein. So, damit ist das ja auch wieder alles ganz koscher hier. Das ist dieses komische Zielschießen da, gell?
Wo könnten sich denn die restlichen Ziele befinden? Müsste mir ja theoretisch mein allwissendes Auge anzeigen, oder nicht? Da ist ein Gockel. Versprochen, sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Was ist das? Ein Blättchen. Sehr schön. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Jacob, dann quatsch mich nicht voll. Das laberst du mich an. Ist hier irgendwas? Nee. Hier irgendwas? Nein. Okay, das ist verdächtig, dass hier so wenig ist. Es geht hier, es geht hier vor allem noch weit nach oben. Eieiei. Was ist, was hat's denn mit diesen Zielen auf sich? Wo sind die? So, hier ist nochmal was zum Runterschneiden. Oder ist was, da was ganz Komisches. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Oh, schade, ist das Einzige, was ich bis jetzt fangen konnte. Oh, ich bin ein schlechter Jäger. So, was war das da gerade, was ich da gesehen... Da? Da, das ist komisch. Ach, da oben. Ein Monolith. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Münzverstecke. Aktualisiert, da haben wir ja gleich eins. Gehen wir gleich hin. Da unten, hey! Ja! Klatscher, ist ja Wahnsinn, was die Lara da abzieht, hey. Also, keine Ahnung, wegen diesen Zielen, das wird sich noch zeigen. Inwieweit das dann wirklich... Schneiden Sie alle Kaninchen los. Eins von sechs. Ist das schon das zweite, oder nicht? Aber was ist hier so los? Boah! Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Ja, wenn es nach dem geht, wäre ich der volle Versager, weil ich bis jetzt fast alles verkackt hat. Aber ich kann jetzt griechisch die Stufe 5. Aha. Schätze mal, dass das mich jetzt da so rüberbringen soll. Ja, oder auch nicht, hä? Was ein Scheiß! So, was ist hier so los? Oh Mann, hier gibt es so viel zu entdecken. Was ist das? Ein Wandgemälde? Wo ist hier ein Wandgemälde?
Die Anhänger des Propheten flohen nach Osten. Die Reise schwerlich. Aha. Ja. Wohlerweiche. Hängen lassen. Ja. Das mache ich noch. Dann gehen wir mal da hoch. Das ist eine Erkundungstour. Und irgendwo hier ist nochmal ein Bär. Muss ich aufpassen, gell? Der wird mit der... Achso, der ist da hinten. Nee, hier ist kein Bär. Alles klar. Hier ist kein Bär. Ich habe mich vertan. Schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Warum ist hier ein Seil? Ist das nur dazu da, dass ich da runterrutschen kann, oder was? Seltsam. Warum macht man das als Spieleentwickler, wenn da nicht ein Sinn dahinter stecken muss? Boah, krass, ich kann darüber laufen und das bringt mir gar nichts. Noch ein Fähigkeitspunkt. Alter, jetzt regnet es aber Fähigkeitspunkte. Da ist auf jeden Fall eine Höhle und die würde ich gerne erforschen. Höhlen sind gut. In Höhlen sind Tiere drin. Aber wo ist die Höhle? Oh, da ist ein Ziel. Zack! Wo ist die scheiß Höhle? Unter mir. Komm ich da hin? Vorsichtig, Lara, vorsichtig! Du darfst nicht da oben plumpsen, hey. Keine Ahnung, ob ich jemals wieder da hochkomme. Aber... No risk, no fun.